Okay, jetzt geht's. Auf jeden Fall, die Aktion gerade, die war sehr, sehr, sehr gut. Oh, Scheiße. So kurz vorm Ende. Und ich schleife an dieser scheiß Wand vorbei. In Führung! Scheiße. Ah, gut, der hat das Auto mitgerissen. Das ist gut. So, da haben wir ihn den Weg fürs erste blockiert. Schöner Sprung. Noch 18 Sekunden, der ist meilenweit entfernt, also wir haben schon so gut wie gewonnen. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Auf der Karte backt der gerade irgendwie rum. So, und somit haben wir gewonnen. So muss das laufen. So, und ich würde mal sagen, das ist jetzt das letzte Rennen und dann mache ich eine Aufnahmepause und lade auch, glaube ich, schon die ersten beiden Folgen hoch. Mal gucken. Kann auch sein, dass ich das irgendwie morgen mache. Du gehörst nicht zu den Guten und auch nicht zu den Bösen. Ja, das war auf jeden Fall sehr clever. Also man sieht, ich bin halt nicht der beste Fahrer, was Tastatur angeht. Aber ich schaffe es zumindest einigermaßen gut zu fahren. Das Spiel unterstützt einen 360-Controller. Ich brauche einfach nur einen 360-Controller für den PC. Dann bin ich hier ein A-Welt-Champ. So kann man es übertrieben formulieren. Warum fliegt da bitte ein Auto? Au. Nimm mal die Abkürzung einfach just for fun. So, damit haben wir das Rennen dominiert.
So, und damit würde ich dann sagen, das war's dann für die erste Aufnahme von Need for Speed Undercover. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich gerammt werde vom Ford Escort. Der Wagen war gerade so schön heile. Ja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, hallo und herzlich willkommen zu einem nach langer Zeit wiederkehrenden GTA San Andreas Carmod Vorstellungsvideo. Ja, heute zeige ich euch den Cheetah aus GTA 5 und ersetzt den Cheetah hier in GTA San Andreas. Der Cheetah ist so ein Ferrari Testarossa Verschnitt und der neue Cheetah ist so ein Ferrari Enzo Verschnitt. Nein, deswegen sind wir natürlich nicht hier. Wir sind hier, weil es die letzte Folge des Need for Speed Undercover Let's Plays ist, weil Steam mir irgendeinen kackendreisten Dreck macht, dass ich das Spiel nicht mehr spielen kann. Frag mich nicht wieso. Ja, deswegen sind wir hier und weil es mein letztes Special, also es ist gleichzeitig auch das letzte Video und das letzte Special zu diesem Kanal, denn ich habe mir jetzt gedacht, ich werde aufhören. Das liegt schlicht und einfach daran, ich habe nicht wirklich mehr Bock darauf und man sieht auch in letzter Zeit kommen so gut wie keine Videos. Ich habe jetzt die letzten beiden Need for Speed Undercover Videos aufgeschoben, weil ich eben aus den letzten Special machen wollte. Und ja, den Rest wisst ihr ja schon aus dem letzten Endvideo, dass ich irgendwann auch wirklich aufhören werde und das ist jetzt leider auch der Fall. Vielleicht werde ich irgendwann mal wieder anfangen mit einem neuen Kanal dann aber auch. Vielleicht kriege ich dann ja auch noch so ein bisschen Hilfe. Mal gucken. Bin auch am Überlegen, ob ich mir irgendwann mal eine Elgato hole und mal komplett neue Maßstäbe mit Konsolen-Let's Plays. Zum Beispiel auf der Next Gen mache. Allerdings wird das in ferner Zukunft sein. Fürs Erste wird es mit diesem Kanal gewesen sein. Ja, das hat sich zwar jetzt irgendwie gereimt. Scheiß drauf. Ja, das war jetzt ein bisschen lame und das Fazit zu dieser Mod ist, die ist gut, es gibt aber inzwischen schon einen besseren Cheetah, der ist nämlich schon uralt, den habe ich nämlich schon urig lange bei San Andreas drauf. Das Stick habe ich auch extra wieder hier am Rande geholt, weil er hat sich gedacht, weil ich momentan so viel Top Gear gucke, wird er noch einmal für mich arbeiten. Luis Lopez, den wir im letzten Carmod-Vorstellungsvideo gesehen haben, den habe ich wieder rausgeschmissen. Er wollte wieder zurück nach Liberty City, das ich auch gut verstehen kann, weil ich mag Liberty City lieber und wenn Los Santos, dann bitte im HD-Universe, also GTA 5. Ja, das war's dann auch schon von mir mit dieser kleinen Mod-Vorstellungsabklatsche. Und ja, ich werde euch gleich noch so ein bisschen Let's Trash Gameplay zeigen, was ich extra jetzt für dieses Special aufgenommen habe, allerdings ohne Sprache, sondern ich habe mir dazu passende Musik rausgesucht. Ja, und damit war es das dann endgültig von mir. Vielleicht sehen wir uns irgendwann mal auf meinem Kanal wieder. Oder so, ja. Also es bockt mich einfach nicht mehr Let's Plays zu machen, um es wahr zu sein, weil mein PC ist nicht gerade der beste und ja, lassen wir es gut sein. Dann sehen wir uns irgendwann in ferner Zukunft wieder. Ich grüße alle, die hier mitgemacht haben bei den Let's Plays. Sowohl Jan damals beim Landwirtschaftssimulator Let's Play, als auch den Michi, dessen Idee das auch war. Ich hatte auch noch vor, mit jemandem ein Minecraft Let's Play zusammen zu machen. Ich hatte sogar mit mehreren schon vorgehabt, ein Minecraft Let's Play zu machen. Ich werde jetzt zwar nichts genaueres sagen, aber einer von denen hieß Kevin, einer hieß Philipp und einer hieß David. Der David hieß, die Idee war noch gar nicht so lange her. Ich kenne ihn jetzt auch noch nicht so lange, ich glaube seit 3 Monaten oder so. Aber wir sind inzwischen schon ziemlich gute Freunde und ziemlich gute Freunde, wir sind Bros. Ja, auf jeden Fall, das war's dann von mir. Bis denn. Ciao mit V. Biatchi.